Hallo in die Runde, willkommen zum Krieg gegen die russische Gilde Anomaly. Das Problem ist, ich habe leider nur 3 Angriffe aufgezeichnet. Ich weiß, es waren 6 Angriffe, die ich aufgezeichnet habe. Die sind irgendwo im Nirvana beim Löschen von anderen Videos sehr wahrscheinlich verschwunden und das tut mir leid. Deswegen nur die 3 Angriffe. Wir suchen gerade wieder Verstärkung für unsere Gilde. Wer uns Beiträgen treten möchte, soll einfach mir oder Engine, der steht in der Beschreibung unserer Gilde Aussteiger, doch einfach eine Line-Mail schreiben oder eine Nachricht schreiben mit ein paar Screenshots von dem Account, wer ihr seid, wie alt ihr seid, wie euer aktueller Stand im Spiel ist und ob ihr mit unseren Regeln vertraut seid. Vorab, wenn nicht, werden euch die erklärt. Und wenn ihr dann sagt, jo, das ist was, dann könnte man darüber reden, ob ihr uns beitreten könnt. In diesem Sinn starten wir einfach mal. Der Gegner hat lila Tanks. Ich habe wieder mein gelb-blaues Team genommen, wobei dieses gelb-blaue Team ja eigentlich immer mal wieder variiert. Anstatt Ureus ist mal Sonja dabei oder andere Kombinationen. Das ändert sich und das ist auch schön, dass ich nicht 6 feste Teams habe, sondern versuche mich auf den Gegner einzustellen. Bei 2 Heilern und dem Buff von Vivica wollte ich eigentlich noch eine Rüstungsreduzierung mitnehmen, deswegen ist Kirill dabei. Satana als Tank mag vielleicht nicht so geeignet sein, wenn man mit genügend gelben Steinen vorgeht, ja. Das Problem ist, so viele geeignete gelbe Steine gab es gar nicht. Ich könnte unten den Dreier machen können, dann wäre sie sehr wahrscheinlich schon weg gewesen. Aktuell habe ich noch Zeit mit dem Laden und hatte eigentlich gehofft, dass ich es vielleicht erstmal schaffe, Mitsuko wegzubekommen. Das hat nicht funktioniert. Vivica wird gleich auslösen, deswegen muss ich Mitsuko mit Ureus rausnehmen, was eigentlich schade ist, weil das eine ganze Menge Schaden ist. Aber jeder Held, der draußen ist, ist eine Hilfe. Selbst wenn ich irgendwie jetzt scheitern sollte, hat der Nächste weniger zu tun. Relativ weit unten, aber dank Gulen Bursti sind wir da wieder ganz weit oben dabei. Krampus ist auch wieder da. Ureus überlebt sogar. Normalerweise hätte ich darauf getippt, dass der Auto-Hit Ureus wegnimmt. Wir nehmen da direkt erstmal wieder ein Minion drauf, das sind ein paar mehr Lebenspunkte, plus wenn er das Minion zerstört hat, gibt es nochmal 50 Lebenspunkte für Ureus, solange die Heiler noch nicht fertig sind. Jetzt ist der Spott draußen, die Pfeile schlagen ein, das wird Ureus nicht mehr töten. Wenn der Spott draußen ist, muss, oder beziehungsweise bevor Lyanna fertig ist, muss der Spott raus. Da macht es jetzt auch keinen Sinn, Ureus rauszujagen, weil im Endeffekt ist Raffaele wird eh auf 50% wieder hochheilen. Alleine reicht Ureus nicht aus, um da irgendwas zu killen. Der Spot ist rechtzeitig fertig. Wir gehen da einmal direkt mit Ureus drauf und ihr seht, es reicht nicht ansatzweise. Aber zum Glück haben wir ja gleich wieder ohne Ende blau. Und das heißt, wir können danach wieder ein paar Lebenspunkte durch Minions machen. Wir ghosten, anstatt das Match unter Raffaele zu machen. Der Schaden reicht leider nicht aus, dass sie sich selbst killt. Aber Ureus ist da und erledigt dann diesmal den Job. Und jetzt ist es einfach nur ein Runterspielen. Raffaele alleine wird nichts machen, er kann sich nochmal 50% heilen. Da warte ich, bis ich alles fertig habe, sprich Ureus und Kirill und die Minions dazwischen, das ist eigentlich fast egal. Und da hat das Schwein ausgelöst und ihn gekillt. Das waren 72 Punkte. Ja, mein Handy spinnt, ihr seht es. Eigentlich kann man einfach nur wischen und dann funktioniert es. Neues ist aber schon unterwegs, wie mir versichert wurde. Und wieder Satana als Tank. Vivica außen. Ich habe mich hier für mein, ja, das kann man eigentlich fest schon als festes Team entscheiden, für mein grün-lila Team mit Heimdall und Rigard als Heiler entschieden.
Ich möchte eigentlich nicht so sehr in die Mitte spielen. Und das grüne Match oben sehe ich, aber irgendwie wollte ich erstmal drumrum spielen, bis ich ein bisschen mehr gesammelt habe. Hier sehen wir auch die Schwäche von Jabberwock. Der macht zwar ordentliche Kellen, aber man kann sie halt nicht so zielgerichtet führen. Ja, das war eigentlich nicht gut gespielt, weil jetzt alle drei auslösen. Da hätte man irgendwas spielen sollen, dass sie nacheinander auslösen. Man muss hier ganz klar sagen, hier ist das Glück auf meiner Seite, dass eben nicht alles auf einen Charakter geht. Da ist es mal verteilt. Und da kann ich dann jetzt auch ein bisschen Schaden machen. Der Feuerschaden wird jetzt zum Glück von Francine runtergenommen. Das reicht aber natürlich nicht aus. Zum Glück wird erst geheilt durch Heimdall. Alles hat wieder 500 Lebenspunkte und dann ist es auch egal, wenn Richard auslöst. Grün interessiert den Schaden fast so gut wie gar nicht. Blöd ist halt, dass Satana auch nochmal hinterhergeht und jetzt leider Francine rausgenommen hat. Da kommen aber jetzt das lila Match zusammen und dann sieht man halt einfach mal, was Jabberwock dann doch kann. Gut, Vivica außen mag generell ein Fehler sein, wie ich finde, aber das Gift wird sie auf jeden Fall töten, wenn ich dafür jetzt nicht vorher noch Steine in sie reinspiele. Und jetzt muss ich eigentlich nur Heimdall oder Jabberwock zum Auslösen bringen und so wenig wie möglich in Richard reinspielen. Die Pfeile allein werden mich nicht töten. Es muss nur irgendwas überleben, was Schaden macht. Und ich sag mal so, es ist ein ziemlich spannendes Finale, möchte ich meinen. Und es hört einfach nicht auf. Und das ist es dann. Hätte Richard da eben ausgelöst, wäre es das gewesen. Das waren nochmal 65 Punkte. Und der dritte Kampf. Ja, dreimal gelb, zweimal lila. Ich habe verdammt viel Grün auf dem Feld. Den Diamanten kann man machen, aber wieso? Er bringt mir ja nichts, außer dass ich da hinten ziemlich viel lade. Und Liana ist halt tödlicher Sniper. Der Plan ist eigentlich, dass ja, Devana auslöst, Mana gibt, Nebel in die Mitte reinspielt, dass Mana bremst, bevor Domizia ihren Lichtschild auf sich und ich glaube auf ihre Nachbarn macht sie es auch, hochzieht. Ihr seht, das hat nicht so gut funktioniert, aber ich habe jetzt zumindest ohne Ende gelb. Wenn Assler auslöst, war es das. Da muss man ganz klar sagen, das war natürlich Glück, ne? Dass Domitia so oft getroffen wird von den Steinen. Muss man auch mal haben. Ja, eigentlich war das hier voll der Fehler. Ich hätte mir Rigard aufheben sollen und nur das Schwein einsetzen. Weil Aslar ist da ja immer noch gefährlich. Hat nicht gereicht, ich hätte auch gerade durch die Mitte spielen können und es mir aufheben können und dann jetzt erst auslösen. Ist nicht gut gewesen. Sehe ich jetzt. Deswegen finde ich es gut, dass ich die Videos aufnehme und mir spätestens dann, wenn ich sie mit euch anschaue, dann nochmal durchgehe. Ja, meine Helden sterben wie die Fliegen. Besonders gut die Entscheidung war es vielleicht nicht, man weiß es nicht.
Hätte ich das alles auf Ariel gemacht, wäre Ariel auch fertig gewesen. Aber ich dachte mir, rechts ist eh schon so angeschlagen, dann hauen wir es einfach raus. Ich hatte auch erst überlegt, den roten Diamanten zu machen, hätte aber nicht gereicht. Ein Stein braucht er. Das Problem wäre dann gewesen, dass der Drachenkopf nach unten gegangen wäre und dementsprechend den nachrückenden lila Stein nicht mehr getroffen hätte. Dementsprechend musste da was anderes her. Ich glaube aber, ich löse den roten Diamanten gleich aus. Ja, ich kann nicht warten auf Asla. Ich muss auf jeden Fall auslösen. Das heißt, wenn sie sich wieder hochhält, ist das vollkommen egal. Ich brauchte die Lebenspunkte, die bis zum Einschlag des Brandes wieder da sind. Jetzt ist zumindest mal die Mana-Bremse draußen. Ich kann direkt wieder rausspielen und zum Glück sind die Pfeile ja am Ende relativ harmlos. Das heißt, die beiden werden das auf jeden Fall überleben, die Pfeile. Ghosten, was das Zeug hält, damit wir überleben. Da ich nicht in Aslar reinspiele, sondern versuche hier erstmal zu sammeln und alles fertig zu bekommen, kann ich auch ganz normal wieder auslösen, um Lebenspunkte zu bekommen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht gereicht hätte, wenn ich links den Gamestein nach rechts gezogen hätte, drei Steine unter ihr gehabt hätte. Dementsprechend musste ich warten und jetzt ist endlich mal die Chance da, dass es ausreicht. Sie heilt sich zwar, aber Rigard wird den Angriff erhöhen und unter ihr dann die Matches sollten reichen. Besonders wenn ich einmal noch geghostet habe und dann jetzt schon Schaden drauf gemacht habe. So, Aslar wird auslösen, das kann ich nicht verhindern, aber ich habe eigentlich genügend Lebenspunkte. Ich mache das rote Match, kann gelb ghosten, das reicht wieder aus. Sehr wahrscheinlich hätte da Nebel alleine gereicht. Busti ist nur so nochmal zusätzlich, dass man es nicht vergisst. Ja, das waren 65 Punkte. Ich war so gut wie noch nie vorab. Wir haben gewonnen, ganz knapp. Ich habe danach noch einen vierten One-Shot gemacht. Der fünfte habe ich leider versagt an dem Rest, da ging das Board überhaupt nicht und dann habe ich es abgeräumt. Und ich selbst habe dann am Ende, glaube ich, 324 Punkte gemacht. Platz 17 meine ich. Genau, 324 Punkte. Also kommt es gleich, meine Angriffe müsste man anhand da 9 und 47, das waren die beiden. Und dann kommt irgendwann jetzt noch mal einer, wo ich da war, 66 Punkte, einen One-Shot gemacht hatte. Ja, meine Verteidigung hat leider versagt. Fünf Angriffe haben sie auf mich gemacht und viermal haben sie mich dabei davon vernichtet. Einer hat 0 Punkte gehabt, wie der 0 Punkte geschafft hat, muss ein wirklich schlechtes Board gehabt haben. Ja, ich gehe hier noch mal die ganzen Teamstärken durch. Die waren eigentlich gut. Das war wirklich mal ein faires, ausgeglichenes Match und wir lagen lange Zeit vorne. Aber dann haben die am Ende nochmal ordentlich Punkte gemacht und ihr seht es, ne? Das sind nicht mal 50 Punkte Unterschied. Kann man schon sagen, das war wirklich ein knappes, schönes Match. Ist nicht anders zu sagen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen.
Am Wochenende werde ich alles aufnehmen und direkt in die Ordner verschieben, die ich habe, damit das nicht nochmal passiert und ich aus Versehen was lösche. Und dann hoffe ich, dass das Handy mitmacht und wer sich zu uns bewerben will, einfach nochmal dran denken über Engine oder über mich. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Viel Glück bei der Lootausschüttung morgen und viel Erfolg im Krieg. Und nebenbei viel Spaß bei all dem, was nicht das Spiel betrifft. Macht's gut. Tschüss.